Damit seid gegrüßt mit den zwei Gnome Hobbits und wieder dann zu einem neuen Part Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Ja, erstmal hier nur Super Mario 3D World mit dem Zwergenfürst und Feuer Mario. Im letzten Part haben wir schon Level 1, also Welt 1.1 und Welt 1.2 geschafft. Wir starten heute nochmal in Welt 1.2 und holen uns nochmal den zweiten Stern aus dem Level. Das haben wir im letzten Part verpasst. Und dann geht's weiter zum Spiel. Nochmal eine kleine Wiederholung. Und rein hier. Geht auch mit ZR. Ja. Jetzt kann man hier jetzt mal was kaputt machen. Verdammt. Ich bin nicht weiterhin blöd an. Koopa! Okay, was gibt's hier Schönes zu sehen? Ein weiterer Koopa. Okay. Haben wir auch was Neues in dem Part, was wir im letzten Part noch nicht entdeckt haben. Nichts Wichtiges wahrscheinlich. Da können wir auch gerade mal hier das hier machen. Das von selbst auslösen lassen. Na. Ja, so wichtig ist das nicht. So, hier geht's weiter. Oha. Achso, da sind wir wieder in der Oberwelt. Nicht in der Oberwelt, aber im Level. So, passen wir mal auf. Es geht hier, ja, das Wichtigste ist jetzt hier ist. Nein, dass wir nicht unsere Items verlieren. Münzen, die wir extra aufsammeln müssen. Wenn sie nicht zugeflogen kommen wie sonst immer. Den zweiten Stern müssen wir holen. Hier ist der erste. Das Team ist verloren geht. Die Katze. Wir müssen extra Zeit. Take the points. Katze. Nee, die Feuerprüfung brauchen wir gerade nicht. Oh nein. Geh mal lang. Den Baby-Gumbas entfliehen. Eine Ehrenrunde für die Münzen. Die Münzen sind wichtig, so oft wie ich hier fehle. Können wir das gebrauchen? Ja, sehr schön. So kann man es auch abkürzen. Oder nicht. Wir können auch hier die Treppe nehmen. Wenn wir noch zu blöd sind, die Katze zu benutzen. Dann halt so. Oder auch nicht. Wenn wir zu blöd sind, Treppen zu steigen. In die Röhre rein. Hier gab es einen Stempel, hier gibt es noch ein paar Münzen. Oha. Ach, hier war schon der dritte Stern. Wo wäre der erste? Also jetzt sind die zweite Stern. Muss nochmal gucken. Verdammt! Ich habe meine Katze verloren. Na toll, ist ja peinlich. Die Röhre ist jetzt hier zu. Da muss jetzt hier nochmal ran. Okay. Ich glaube, das schneide ich euch mal zusammen jetzt hier. Jetzt habt ihr hier extra noch mal ein bisschen was gesehen. Das, was ich noch nicht erkundet habe in dem Level. Jetzt aber ein kleiner Schnitt zum Stern. So.
So würden wir uns hier mal ein bisschen bemühen. Mit der Katze ist das natürlich noch viel schöner. Also. Die Katze lassen sie sich viel schneller besiegen. So, die haben wir direkt hier. Die Röhre. Nicht die Röhre, die Box. Und da haben wir den Stern. Sehr schön. Den dritten Stern. Alles klar. Haben wir das auch mal erledigt. Hat ein bisschen gedauert. Und jetzt haben wir es. Ab zum Ziel. Und hops. Ja gut, die goldene Fahne müssen wir jetzt nicht holen. Haben wir es abgeschlossen. Und wie gesagt, 100%. Wir wollen jetzt nicht ein ganzes Level lang. ganz Part lang hier an einem Level hängen. So weiter geht's. Welt 1, Level 3. Ein bisschen vorankommen wollen wir auch. So, sehr schön. 6 Sterne, darauf kommt's an. Ich habe jetzt hier als nächstes Level. Welt 1a, aus dem Weg. Football Jacks. Ach du Scheiße. Nein. Ah, shit. Ich bin klein. Ich bin winzig Mario. Normal Mario. Normal groß. Der große, der normale Blitz ist ja nochmal verdammt. Ich sehe dann meine Vergrößerung. Oha. Wie geht es? Konzentration. Oh nein, verdammt. Ich brauche mein Katzen-Item. Oh, Kacke. Das soll was werden. Achso, ich bin ja groß. Ich hole mir noch ein Item in Welt 1. Sekunde. In Welt 1, Level 1. Oha, was haben wir hier? So, ich habe mir eine Katzen- und Form geholt. Jetzt machen wir erstmal das hier. Ich habe noch einen auf Vorrat. Spring gegen die Blöcke und reihe identische Bilder aneinander. Wenn du Glück hast, kannst du bis zu 777 Münzen erhalten. Pro 100 Münzen, die du einsam bist, erhältst du einen zusätzlichen Versuch. Okay, ein bisschen Glücksspiel. Glücksspiel kann süchtig machen. Dann aber erst ab 18. Das war wohl nix. Naja. Gar keine Münzen halten. Das war ja super. Zu langsam. What the fuck. So, welche kriegen wir? Aus dem Weg, Football Tanks. Kennt ihr noch diese Schuhe, die Football in Football heißen, hießen dann die Schuhe namens Chucks. Was heißt noch? Ich habe sie nie getragen, aber ich kann mich nur daran erinnern, dass die in meiner Schulzeit sehr in Mode waren. Sind sie heute vielleicht auch immer noch. Ich kenne mich in der Welt der Mode nicht aus. Ja. Welt 1-3. Auf geht's. Schaffen wir heute auch noch, oder? Ja. Der Part ist noch nicht. Dauert noch nicht zu lange. Okay. Ach so, das war die. Die pinke Fee, die mich hier. Die aufs Ziel gesummt hat. Geht in die Höhe jetzt in diesem Level. Und rein damit in die Höhe. Ja, da oben wird das Ziel sein. Interessant. Man muss ganz andere Art des Levelmachens. In die Höhe bauen.
Piranha pflanzen. Extra Leben können wir gebrauchen. Nehmen wir danke dann. Oh, eine grüne Röhre. Wenn es da mal keinen grünen Stern drin gibt. Oh, ich sehe schon einen Stempel. Na komm. T-Switch. One-Up. Sehr schön. Bisschen Konzentration. Ich schaffe mal hier noch mit Katzen-Mario. Und das wird schwierig. So, da haben wir uns den Stern verdient. Den zweiten Stern. Und weiter geht's. Da haben wir den Stempel. Und dann noch den dritten Stern. Da haben wir hier das Hauptziel des Levels erreicht. Müssen wir noch ans Ziel kommen. Sehr schön. Auch die Gumbas haben Katzenkostüme. Alles ist hier ziemlich kratzig. Da gibt es noch einen Baum. Oha. Sachte, nicht runterfallen. Du musst irgendwo noch einen Stern rumliegen. Okay. Eine Wolke. Hoch in die Luft hinaus. Ein Stern, der meinen Namen trägt. Katz Mario steht auf dem Stern drauf. Und dann den dritten Stern. So, mal langsam ab ins Ziel. Oha. Bin ich runterfallen. Noch ein riesen Piranha. Sehr schön. Hier mal eine Box. Katze in der Box. Noch eine Glocke zu mitnehmen. Und ab ans Ziel. Sehr schön. Erfolgreich das Level abgeschlossen. So kann es weitergehen. Und ein Stempel. Ein Katzen-Gumba-Stempel. Und weiter geht's. 10 Sterne haben wir schon. Brauchen wir irgendwann, um das Schloss freizuschalten oder so. Deshalb ist es wichtig, immer mal ein bisschen zu gucken. Hast du schon einmal versucht, dich mit Freunden zu verbinden und so mit ihnen zu spielen? Nein, noch nicht. Ja, ich weiß, dass das geht. Zuerst mal das Level Zirkus. Schalte an, Manege frei. Ein Zirkus-Level. 1,5. Okay, da haben wir jetzt 1,5 vor 1,4 genommen. Na gut, was soll's. Sehr schön. Der erste Stern oder was? Nee. Dann geht's nur in die Manege. Bienen. Katzen und Bienen. Na, was kriegen wir hier? Ein Zufallsitem. Ein Katzenlocker. Sehr schön. Auch sehr schön gestaltetes Level. Sehr schön. Mal kurz warten. Und so müssen wir springen. Sehr schön, da geht's weiter. Ein buntes Zirkus-Level. Nein! Da haben wir eine Sterne übersehen. Verdammt. Mal schauen, wie wir da nochmal zurückkommen.
Gehen wir nochmal rein ins Level oder so. Versuche hier natürlich alle Sterne zu kriegen. Ich lasse hier nichts aus im Let's Play. Wenn ich was natürlich übersehe und nicht finde, ist das was anderes, aber wenn ich es schon sehe, können wir da nochmal reingehen. Wahrscheinlich das uns nochmal holen. Hier ist mit den roten Münzen, das ist jetzt so eine Sache. Ja. Wir müssen uns wahrscheinlich wieder was verdienen. Der Stern ist in der letzten Truhe drin. In der letzten Kiste. Verdammt. Auch den haben wir verkackt. Mal schauen, wie wir das jetzt hier schaffen. Ich will auch irgendwann vorankommen. Wie gesagt, 100% Let's Play. Wenn es dann so gar nicht klappt, ist auch schade. So, ich gehe nochmal den Weg. Nicht runterfallen. Ach verdammt, was mache ich hier? Schwerer als aussieht, alle Blöcke zu aktivieren. So, jetzt warten wir hier auf die letzten zwei. Sehr schön. Manege frei von Mario. Die roten Münzen können wir trotzdem mal versuchen zu bekommen. Verdammt. Da fängt das Rennen schon an. Und da geht es wieder los. Das sehr intelligent löst. Kriegt man das auch hin? Ach, Kacke. So, sehr gut. Am Warten. Mal ein bisschen sprinten. Na komm, keine Zeit verzögern. Verklempern. Fast. Ist das schon der dritte Stern oder wie sieht das hier aus? Ja, tatsächlich der dritte Stern. Der zweite Stern ist wahrscheinlich in der Box. Und hier stelle ich mal bei Kamek noch. Es ist herrlich. Gewöhnt euch dran. So funktioniert das bei mir bei Let's Plays. Ich habe noch eine Katze auf Vorrat. Sehr schön. Die Flügel mit der Katze ausschalten. Ein bisschen einfacher. So, sehr schön. Schauen wir vielleicht auch mal den zweiten Stern hier. Wenn ich mich allzu blöd anstelle. Vielleicht können wir uns dann damit zufrieden geben. Mit zwei Sternen bin ich nicht zufrieden. Und wenn ich mal ein bisschen weiterkommen will, kommen wir dann später nochmal vorbei. Na komm, hier. Das war der Stern! Als ob. Das ist zum Beispiel. Ja.
Und wir können dann vielleicht gleich nochmal, wir kommen dann gleich nochmal hin. Ja. Ich werde vielleicht nochmal sterben. Dann kommen wir da nochmal hin. Mal unkonzentriert ist, dann ist das hier natürlich ein bisschen. Sehr schön. Mach's Tor auf. Geht's, glaube ich, schon ans Ziel. Na komm, jetzt noch die Röhren treffen. Die Sonnenklinge. Na komm. Ich würde schon sagen, machen wir Schluss mit dem Zirkus. Zum Glück habe ich die Katze hier mit dabei. Na komm, wenigstens den Stempel hier. Sehr schön, goldene Flagge. Dann holen wir noch mal ein paar Sterne, oder? Wenn ihr nichts dagegen habt. Mal zwei Level ordentlich geschafft mit dem Part, ja. Im nächsten Part dann Level 1-4 und das Schloss, wie es ausschaut. So, jetzt den Anspruch habe ich jetzt noch an mich. Jetzt holen wir uns die zwei Sterne. Wir wissen noch, wo es ist. Wir wissen noch, wo sie sind. Sterne. So, hier ein bisschen mit den Schaltern, das finde ich nicht so ganz herrlich. Finde ich nicht so schön. Ja. Weiter geht's. Jetzt hier nicht verpennen, den nächsten Stern, den ersten Stern zu bekommen. Katzenblocker, sehr schön. Da haben wir wenigstens Glück. Da muss man springen, um das zu aktivieren. Hab ich auch kapiert. Sehr schön. Ah, die Bienen hier. Und ohne Katze soll das jetzt viel gehen. So, hiermit. Deutlich schwieriger. Ein Sandsprung. Aber machbar. So, den zweiten kriegen wir da auch noch. Mit der Katze wirklich leichter. Mit Katzen Mario meine ich. Das hier schon wieder. Stelle ich mich immer wieder schwer an. Stelle ich mich blöd an. Na komm, das kriegen wir hin. So, jetzt noch auf die letzten beiden. Wir warten. Sehr schön. Dass wir hoffentlich irgendwo ein Item bekommen. Sieht doch hier schon verdächtig aus. Hier irgendwo ein... Ja, hier nochmal sterben. Ich habe doch eine Katze im Inventar. Ich bin doch blöd. Ich da nicht aufs Inventar drauf. Und übersehe, dass ich eine Katze im Inventar habe. Dann geht sowas natürlich auch viel leichter. Sehr schön. Hier ist der Stern. Ja.
Nochmal eine 3 Sterne und den Stempel, sehr schön. Ab ins Ziel. Eine kleine Runde drumherum. Sehr schön, da löst sich Kamek auf. Sehr schön. Ab ins Ziel. Ab dafür. Na. Und zack. Sehr schön. Level abgeschlossen. Müssen wir uns heute Abend nicht in den Schlaf feiern. Damit haben wir den Zirkus beendet. So, sehr schön. Da haben wir 13 Sterne. Ich hoffe, ihr seid nicht abergläubisch. Ja, da beende ich diesen Part an dieser Stelle. Ja, ist doch eine gute Zwischenbilanz bisher. Naja, ein bisschen gefällt habe ich. Zum nächsten Part geht es weiter hier mit Welt 1-4 und dann dem Schloss. Was, und mit Toddy vielleicht. Wo wir da nochmal reinschauen. Gut, glaube ich, nach oben, dass es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Im nächsten Part von Super Mario 3D World nicht verpassen wollt. Was gibt's hier? Oha, okay. Ich möchte das. Ja gut. Da will er mal bescheiden sein. Gut. Habt noch einen angenehmen 14. Tag. Man sieht sich im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.